Moin Leute, willkommen zu einem neuen Keuteich-Blog hier bei Teich und Garten for You. Und das heutige Thema, das heißt, wo Service noch groß geschrieben wird. Ich dachte, ich muss da einfach mal einen Blog drüber machen. Das ist doch erwähnenswert, echt eine gute Sache. Und zwar geht es um Folgendes. Es geht um meinen Trommelfilter. Ich habe ja vor ein paar Wochen meinen Trommelfilter ein bisschen erklärt und mal gezeigt, was da so alles für Funktionen dran sind. Und tatsächlich hat auch mein Händler, mein Verkäufer des Vertrauens diesen Block gesehen und mir ist etwas aufgefallen, was mir nicht aufgefallen ist. Und zwar Folgendes. Wie ihr sehen könnt, ist das Sieb, das Netzgewebe, hier auf dem Trommelfilter mit so einer Schelle befestigt. Und genau diese Schelle, die war bei mir richtig heftig durchgerostet. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Und daraufhin hat mich mein Händler angeschrieben und gesagt, hey du Mensch, pass mal auf, ich habe da was gesehen. Und dann ist Folgendes passiert, ich habe eine neue Schelle gekriegt und die habe ich auch schon eingebaut. Und ich zeige euch einfach mal, wie die alte Schelle ausgesehen hat. Das ist das gute Stück, wie ihr sehen könnt. Ist hier dieser Verschluss und die Schraube schon vollkommen durchgerostet, also richtig heftig. Da habe ich irgendwie gar nicht drauf geachtet. Hier liegt das gute Stück. Also habe ich von meinem Händler eine neue bekommen und das Ganze eingebaut. Er hat gesagt, das war eine Fehlproduktion. Warum hätte ich denn nichts gesagt? Naja, so, was habe ich dazu gebraucht? Einmal ein Kreuzschraubenzieher und hier so ein Inbusschlüssel. Und zwar musste man zuallererst, Moment mal, hier oben diese Leiste lösen. Ah, jetzt ist mein Gebimsel hier. Diese Leiste lösen. Dafür brauchte ich den Inbusschlüssel. Da sind 4 Schrauben drin. Und auf der anderen Seite, einmal 90 Grad, die Trommel weiterdrehen, sind nochmal 4 Schrauben. Das sind 2 Leisten, die das Gewebe draufdrücken. Die musste man runternehmen. Und dann konnte man hier diese Schelle lösen. Und dann die neue drauf machen. War eigentlich total easy, einfache Sache, schnell erledigt hier in 10 Minuten. Und ich kann es ja jetzt auch erwähnen, der Händler meines Vertrauens ist BGM Teichtechnik. Guckt doch einfach mal auf dem Benny seine Internetseite. Da gibt es echt ein paar gute Angebote ab und zu. Vertreibt auch Membranpumpen, alles mögliche an Schläuchen. Habe ich übrigens auch dort gekauft. 1-2 Membranpumpen habe ich von ihm. Also wenn ihr mal auf seine Seite guckt, findet ihr ab und zu echt ein paar gute Angebote. Ich muss auch gleich noch dazu sagen, das Ganze hier wird nicht gesponsert. Ich habe die ganzen Sachen wirklich selber gekauft. Da gab es keine Rabatte und nichts. Von daher muss ich das einfach mal positiv erwähnen, dass der Service echt so geil ist, dass der Junge mich einfach hier kontaktiert hat und gesagt hat, Mensch, du brauchst eine neue Schelle, ich schicke dir die rüber. Also Leute, falls ihr mal einen guten Händler braucht, einen guten Shop für Trommelfilter, Membranpumpen, alles was Belüftungstechnik angeht, Belüfterschläuche, Ringe, was auch immer, guckt mal bei BGM Teichtechnik rein. Ich denke, das könnte sich für euch echt lohnen. So, wenn euch der Blog gefallen hat, gebt doch ein Like oder kommentiert das Ganze. Wenn ihr mal auf dem aktuellen Stand bleiben wollt, dann müsst ihr diesen Kanal nur mit einem Klick abonnieren. Und ich verabschiede mich jetzt ins Wochenende. Bis dahin, Leute.